Hallo, ich mache eine Attack on Titan Tierliste. Und ich würde sagen, wir fangen an. Das sind nicht so viele Charaktere. Und ja, und viele Charaktere kenne ich gar nicht, denn die sind von Season 1 und Season 1, keine Ahnung. Ich habe Season 1 geschaut, natürlich, aber die sind nach einer halben Stunde gefressen worden oder haben sich selbst gekillt. Ich weiß ja nicht wer, aber ja. Deswegen lasse ich die mal aus. Deswegen fangen wir an. Von den ersten zwei habe ich den Namen vergessen. Deswegen skippen wir zu drei. Und das ist Annie Leonhardt. Also übrigens, das Video beinhaltet Spoiler. Deswegen schalte ab, wenn du Attack on Titan noch nicht fertig geschaut hast. Oder mindestens Staffel. Ach, keine Ahnung. Ich schau einfach Attack on Titan und dann fangen wir an. Nun gut, Annie Leonhardt. Ist ganz cool, ich feiere sie. Also, ja, sie sieht cool aus als Titanfrau, weiblicher Titan. Schön, ja, deswegen, ja, keine Ahnung, wo ich sie hintun soll, denn sie ist irgendwie cool, aber irgendwie uncool. Ich tue sie auf C, also C-Platz, Annie Leonhardt. Und bevor ihr schreibt in den Kommentaren, sie heißt Annie Leonhardt oder so, keine Ahnung. Ich sag Annie Leonhardt, weil das besser klingt, meiner Meinung nach. Egal. Ab zu Nummer 2. Und das ist Armin Ahlert. Für die, die mich kennen und mein anderes Attack on Titan Video geschaut haben. Ja, Armin ist mein Lieblingscharakter von der Attack on Titan. Deswegen ist er auf S. Also, ich glaube. Ihr wisst es, deswegen, ja. Ich feiere ihn halt, weil er in Season 4 richtig cool aussieht. Und weil er einen klugen Kopf hat. Und ich mag Charaktere wie Shikamaru oder Light Yagami oder L, die sehr schlau sind. Das mag ich. Berthold Hoover. Er ist ziemlich underrated, finde ich. Denn er ist der kolossale Titan. Denn der kolossale Titan, wir wissen so. Er ist der Haupttitan, das war der erste Titan, den ich kannte. Keine Ahnung, der ist cool. Und ich mag seinen Kopf. Ja, der ist, sein Kopf ist cool. Deswegen, keine Ahnung, wo ich sie hin tun tue. Machen wir den mal neben Annie Leonhardt. Beide sind Titan, passt. Die Frau kenne ich wieder nicht, deswegen hier F. Ah, den kennen wir ja. Conny Springer. Viele sagen ja, er ist US-Amerikaner. Ich denke, alles sind Deutsche, denn er spielt in Deutschland. Aber könnte auch sein, dass Anni aus Russland ist. Armin, reiner Deutscher. Versteht ihr den? Nein. Und Conny US-Amerikaner ist. Deswegen, ja, keine Ahnung. Zurück zu Conny. Schöne Glatze. Deswegen, ja. Aber der war ein wenig nervig in Season 4. Den habe ich nicht so hart gefeiert. Deswegen D. Den Schmarotzer kenne ich wieder nicht, deswegen F. Den auch nicht. Den auch nicht. Wahrscheinlich so die richtig Hardcore-Attack und Titan-Fans denken sich, was? Du kennst den nicht? Ach so, nee, das ist Petra, die kenne ich. Du kennst den nicht? Du kennst den nicht? Hast du überhaupt Attack on Titan geschaut? Ja, ich habe Attack on Titan geschaut, aber komm schon. Der eine Typ da, dieser Thomas-Typ, ist nach 6 Sekunden gestorben. Deswegen bewerte ich den nicht, denn ja. Übrigens, der nächste ist Pixus. Pixus ist geil. Ich habe zwar Angst vor seinen Fangirls, denn die wollen was von ihm und das ist komisch, denn der Typ ist sehr alt und viele, die für ihn simpen, sind unter 20, denke ich mal. Ihre Sache, ich weiß, aber schon ein wenig Alabama. Was glaube ich eigentlich mit Alabama? Das ist nur Alabama, aber ja, ich glaube, wir verstehen uns. Den Freund kenne ich wieder nicht, deswegen F. Ja, Petra ist das, glaube ich. Die ist auch irgendwie nach 10 Sekunden gestorben, aber erst in Season 3. Ja, eh, denn. Sie war arschig zu Eren und das hat mir nicht so gefallen.
Und ich bin ehrlich, ich habe nur auf Mikasa und Historia geachtet. Deswegen war sie mir egal, deswegen hier eh. So. Der nächste, das passt ja zum Thema Eren, Jäger.